Und einen zauberhaften guten Abend alle zusammen und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen, andere Seite, Romy Höhne. Herzlich willkommen. Hallo André, natürlich auch mit und von dem großartigen André Dampe, aber ich weiß immer noch nicht, auf welcher Seite du von mir gerade bist. Wo ich weiß es nicht. Heute machen wir was Weltbewegendes, könnte man sagen. Man sieht es auch schon im Hintergrund, so schön, wie sich die Welt dort dreht. Wir werden heute Real Politics mit K, Real Politics 2 spielen. Das ist Early Access, das ist in Beta, es wird noch weiterentwickelt. Wir kennen die Geschichte ja auch schon von Democracy 4. Da war das ja ganz ähnlich. So, du hast dich versucht vorzubilden. Ich habe auch schon mal reingeguckt. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Ich habe versucht, mit dem Spiel warm zu werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird schwierig. Ich traue mir nicht zu, einfach einen neuen Morgen zu machen. Ein neuer Morgen ist quasi, wir übernehmen ein Land. Also nicht wir übernehmen ein Land, sondern man schlüpft in die Rolle eines Landes, was man sich frei wählen kann. Also von allen 219 Staaten kann man spielen. Also auch einige, die nicht direkt von der UN anerkannt sind. Und Folgen der Pandemie gibt es auch als Szenario. Aber ich glaube, wir sollten in das Tutorial einsteigen, weil wir beide noch so ein bisschen lernen müssen. Und ich glaube, es ist ganz unterhaltsam gemacht. Einige Sachen sind noch nicht komplett auf Deutsch übersetzt. Das heißt, es ist auf Englisch. Ich werde mir Mühe geben, das zu übersetzen. Aber würde ich sagen, machen wir mal das Tutorial. Sehr gern. Im Tutorial gibt es nur eine Möglichkeit zu spielen, nämlich Polen. Wie die meisten Länder des ehemaligen kommunistischen Ostblocks musste auch Polen den schwierigen Transformationsprozess überdauern, der seine Entwicklung maßgeblich einbremste. Heute ist das Land eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas und scheint darauf und dran, der Geschichte seinen Stempel aufdrücken zu können. Ja, da sagst du was. Möglich. Also die EU hat zumindest jetzt das ein oder andere Problem zu lösen, was direkt mit Polen und Ungarn zu tun hat. Oder hat es jetzt gelöst, der Rechtsstaatsmechanismus. Insofern kann man durchaus sagen, die Geschichte der Europäischen Union wurde in diesem Jahr maßgeblich mit von Polen geprägt. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das so ist das. Und hier werden wir jetzt quasi durchgeführt. Alles sehr schön 3D. Und unsere rechte Hand ist Clippy. Oh mein Gott, herzlich willkommen zurück. Ja, wählen Sie Ihre rechte Hand. Wir können später noch andere rechte Hände wählen. Aber fürs Tutorial haben wir Clippy. Du scheinst Real Politics 2 lernen zu wollen. Brauchst du Hilfe? Der junge Clippy ist ein Experte im freundliche Tipps geben. Er brennt darauf zu helfen, damit du die Grundzüge des Spiels lernst. Wenn du ihn als deinen Hauptratgeber auswählst, als deine rechte Hand, wird er bei dir bleiben bis zum bitteren Ende. Andere Szenarios haben mehr Ratgeber und so weiter und so fort. Ja. Genau, und er hat einige Effekte, die auf das Spiel eingreifen. IME plus 15. Das weiß ich nicht genau, was das ist. Das ist, glaube ich, werden wir gleich. AP-Einnahmen, also das sind Aktionspunkte, die man hat, um Politiken einzusetzen. Oder nicht nur Politiken, also wir machen hier keine Gesetzgebung, sondern tatsächlich solche Sachen wie Wirtschaft ankurbeln und so. Also es ist ein bisschen anders als Democracy 4. Armeeangriff plus 5 und Armeeverteidigung plus 5. Wie das Militär, also man sieht hier schon, so im Hintergrund, glaube ich, ne? Man sieht hier schon, dass hier ist alles auf einer
sehr schönen dreidimensionalen Weltkarte dargestellt. Also es ist auch ein Strategiespiel, nicht nur ein Politikspiel. Also wählen wir mal Clippy. Möchten Sie Clippy wirklich zu Ihrer rechten Hand ernennen? Sie können Ihre Entscheidung nicht mehr revidieren. Ja, möchte ich. So. Und da sind wir schon mittendrin. Tja, okay. Fahrt zum Ruhm. Deine Reise zur totalen Dominierung, zur totalen Beherrschung hat offiziell begonnen. In Realpolitik 2 steigst du ein in eine jahrhundertelange, also in eine hundertjährige Queste, um eine internationale, eine globale Supermacht zu werden und als diese auch zu überleben. Realpolitik steht für Realpolitik oder Political Pragmatism, heißt es auf Englisch, aber realos ist ja etwas, was wir auch aus der Deutschen kennen. Ich weiß nicht, ob das genau so richtig übersetzt ist, aber ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, ne? So ein bisschen ja, pragmatische Politik. Am Ende ist es deine Entscheidung, okay, ultimately it's up to you to decide if the reason of the state is the only reason you're willing to listen to. Okay, also es geht, ich habe alles in der Hand, wir können entscheiden, ob wir langsam aber sicher zu einem Entscheiderstaat werden, was eine sehr, sehr schöne Umschreibung ist für eine Diktatur, oder ob wir demokratisch bleiben. Und wie das sich auswirkt, ist auch spannend in dem Spiel dargestellt. Möchtest du lieber die Welt unter deiner eisernen Faust regieren oder möchtest du vielleicht alle unter dem Banner von Fairness und Gerechtigkeit versammeln? Dein Charakter und deine politischen Moral wird getestet in der harschen Realität von dubiosen Allianzen, politischem Wettbewerb. Nichts ist verboten. Bist du bereit für diese Herausforderung? Natürlich sind wir bereit für diese Herausforderung. Ich war mir noch nicht sicher. Ich habe mich noch nicht fertig entschieden. Nein. Ah. Okay. Also ich bin also schon alleine diese Vorbemerkungen haben gerade dazu geführt, dass ich natürlich darüber nachgedacht habe, wie gehen wir das jetzt an? Und wie gehen wir mit so moralischen Geschichten um? Brauchen wir vorher schon einen Plan? Springen wir da jetzt einfach rein und gucken mal? Ja, wir werden jetzt im Tutorial sehr an die Hand genommen. Ich habe so ein bisschen reingeguckt, aber tatsächlich ist es gut, das nochmal zusammen zu machen, weil ich habe durchgestanden, aber es war tatsächlich so, puh, es war viel und ich freue mich jetzt darauf, mit euch zusammen das nochmal zu machen und auch so darüber zu reden, wie diese verschiedenen Mechaniken dann tatsächlich zum Einsatz kommen, weil nach dem ersten Tutorial, erstmal das Tutorial machen, hatte ich den Eindruck, okay, und wenn ich jetzt eine Kampagne anfange, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Oh, und da muss ich auch nochmal gerade sagen, Guerilla-Sheep, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Guerilla Sheep ist einer von ein paar Leuten, die uns letzte Woche beim Plötzlich Wissen Stream geradet haben, beziehungsweise wir wurden geradet von der ollen Pupsnase 91. Die hat ist mit ein paar Leuten vorbeigekommen und ja, das war großartig, als wir gerade ab zu im Plötzlich Wissen Stream gespielt haben, und ein paar sind auch hier, schauen hier vorbei. Deswegen freut mich sehr, dass du mal reinguckst. Wir spielen heute Realpolitics 2 und gucken mal. Oh, du warst schon vorher da und du hast denen gesteckt, dass das cool ist. Dann meine herzlichste Entschuldigung. Tut mir sehr leid, dass du schon vorher da warst. Danke für den Tipp und dass du das gesteckt hast, dass das cool ist. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. So. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm mich.
da es gefährlich ist, alleine zu gehen, bin ich hier und werde dir helfen als dein Hauptberater, als deine rechte Hand. Wir werden zusammen die gesamte Reise, die gesamte Reise bestreiten, aber wir brauchen trotzdem zusätzliche Hilfe. Lass mich dir ein paar Top-Kandidaten vorstellen. Es gibt 4 Departments, also Ministerien. Ja, Ministerien. Das Außenministerium, das Treasury oder ja Finanzministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, wo Ombudsmann hintersteht, sehr interessant, und das National Security Bureau, also das, ja, schwer das gerade zu übersetzen, National Security Bureau, also Verfassungsschutz? Du weiß kannst, ich auch gerade nicht. Ja, also schwierig. Du kannst sie, ich bin gespannt, weil diese Sachen, also Teile vom Tutorial sind noch nicht übersetzt. Wir werden aber gleich einige Sachen kriegen, die auf Deutsch sind. Und man sieht hier schon links in den Menüs, ist es tatsächlich auf Deutsch. Also ich muss mir nicht mehr lange einen abstammeln. Viele der Texte werden auf Deutsch sein. Aber es ist Early Access, es ist noch Beta. Also daran liegt das. Also, du kannst sie dir angucken, auf der linken Seite in der Regierungskategorie unter der Parlamentssektion. Da. Okay. Ah, Büro für Auswärtige Angelegenheiten, Finanzverwaltung, Verteidigungsministerium, Ombudsmann und Büro für nationale Sicherheit. Okay, so ist es übersetzt. Okay. Wähle dein neues Kabinett aus vertrauenswürdigen Beratern und sie werden dich durch den Rest des Tutorials leiten. Sie können dir einige Bonusse für dein Land verschaffen. Wir werden die während des Tutorials bearbeiten. Okay, dann let's choose new stuff and let's begin the tutorial scenario. Muss man gerade ist auch schön. Ja? Ist auch schön, dass wir keine Minister haben, sondern dass wir Berater haben. Ja. Und dass Beraterverträge auslaufen und wir neue Beraterverträge abschließen. Ja, auf jeden Fall. Hey Edelhag, schön, dass du auch da bist. Aber im Lurker-Mode, das ist nicht schlimm. Ich kann mir vorstellen, was du gerade zu tun hast mit Organisation vom Remote-Kongress des CCC. Ja, Beraterverträge finde ich auch krass. So, wir können immer 2 auswählen. Büro für Auswärtige Angelegenheit, der Beratervertrag ist abgelaufen, wir müssen einen neuen unterzeichnen. Idalia Santor oder Magda Mich. Und wir haben entweder Aktionspunkte Einnahmen. Aktionspunkte sind Sachen, die wir brauchen, um Politiken umzusetzen. Oder Beziehungen zu Nachbarn plus 10. Tja. Naja, im Sinne des Büros für Auswärtige Angelegenheiten wäre ich für die Magda. Ja, auf jeden Fall Beziehungen zu Nachbarn. Der Beziehung der Nachbarn. Ja, also es ist ja hier nur ein Tutorial. Die werden uns wahrscheinlich zu Dingen bringen, damit wir alle Mechaniken verstehen. Aber wir machen mal hier plus 10, genau. Finanzverwaltung, der Beratervertrag ist auch gelungen, wir haben 9 unterzeichnen. Mesko Bilinski, Steuereinnahmen plus 5%. Oder Boris Kosek, AP-Kosten für Unterhalt aller Projekte minus 10. Das ist eine interessante Frage. Also ich vermute, dass wenn wir irgendwelche Projekte starten, irgendwas bauen, dass wir dafür diese Aktionspunkte geben müssen. Und wenn wir den Boris Kosek dabei haben, würde uns das weniger kosten. Ja. Und Projekte sind für alle, und da steht ja extra Unterhalt aller Projekte, und Projekte sind halt eine sehr, sehr große Mechanik im Spiel. So viel habe ich schon mal
habe ich schon mal gesehen. Also, ich tendiere auch zu dem hier, weil ich kann das, also 5% Steuereinnahmen ist natürlich krass irgendwie. Aber ich tendiere zu ihm hier. Weil ich, das klingt toll. Genau, also ich finde auch, das, also das klingt für mich greifbarer und so ein Stück weit nachhaltiger. Bei den Steuereinnahmen ist halt eine Prozentrechnung. Keine Ahnung, wie hoch unsere Steuereinnahmen so sind und wie die sich so entwickeln im letzten Spiel, in diesem Spiel. Da bin ich noch ein bisschen gebranntes Kind von Democracy gerade. Ja, die Schuldenkrise. Und, wieder und wieder und wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Das war echt verrückt. Egal, auf jeden Fall wäre ich aus diesem Grund für den Burisch Korsek, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ich würde es gerne richtig machen. Ja. Verteidigungsministerium. Da haben wir Emilian Zazeki. Armeeproduktionszeit minus 5. Oder Matthäus Galinski. Armeeverteidigung plus 2. Was, weißt du, was diese Armeeproduktionszeit bedeutet? Ich weiß nicht genau, was dieses minus 5 ist, aber Armeeproduktionszeit ist, glaube ich, also es dauert eine Garnison oder eine Division oder sowas aufzustellen, dauert das eine bestimmte Anzahl von Tagen, und ich würde jetzt schätzen, dass da dann 5 Tage von runterkommen. Hm, okay. Bin ja normalerweise so, also ich wäre eigentlich eher bei der Armeeverteidigung. Ja. Allerdings, da wir gerade mit dem Spiel anfangen, würde und ich davon ausgehe, dass wir zwischendurch immer mal wieder neue Berater aussuchen müssen, angepasst an die jeweilige Zeit, und dann können wir auch gucken, wie die Spielsituation ist. Und weil dem so ist, wäre ich aus für Emilian Zazeki. Okay, machen wir. So, Ombudsmann. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ja, so, gut. Ja, Internal Affairs war es mit übersetzt. Grazina Sadek, Bevölkerungswachstum plus 0,1%. Wie macht sie das? Oder Frederik Kilp, IME plus 5. IME ist ja, Ombudsmann ist eigentlich eine vermittelnde juristische Person, das stimmt. Danke, IME, Index menschlicher Entwicklung. Das finde ich gut. Ja, immer, oder? Ja, klar. Genau, IME, irgendwas Krasses war das. Ja, plus 5. Ich weiß nicht genau, was das... aber dann machen wir das mal. So, Büro für nationale Sicherheit. Konrad Gritzelak, AP-Unterhaltskosten für Armee minus 5. Oder Remigius Zoltowski, Raketenangriffsreichweite plus 25. Ich würde eher sagen, AP-Unterhaltskosten für Armee ist etwas, was einen immer in den Hintern beißt, wenn wir Unterhalt bezahlen müssen für etwas. Und wenn wir ja. Unterhaltskosten reduzieren können, ist es besser, als dass wir, weil ich sehe uns jetzt noch nicht, als Polen mitten in Europa unsere Offensivfähigkeiten auch öfters einzusetzen. Nein, die Frage ist ja, ob du die Sachen hast, oder ob du sie benutzt. Also das Drohpotenzial, dass man eine Raketenangriffsreichweite hat, die halt deutlich weit, also die halt ein bisschen weiter ist, das kann schon wirken, mal unabhängig davon, ob man es dann einsetzt oder nicht. Ja, das stimmt. Allerdings wäre ich so oder so auch für die geringeren Unterhaltskosten. Okay. So, was, wo habe ich jetzt drauf gekriegt? Ich habe aus Versehen auf Projekte geklickt. So. Vorstellung.
Hola, Presidente. Herzlich willkommen in deinem neuen Büro. Es ist immer noch ein bisschen Blut von dem vorherigen Anführer, aber keine Sorge, wir werden das alles sofort säubern. Ich bin sehr stolz zu verkünden, dass die Revolution ein kompletter Erfolg war. Der Präsidentenpalast ist unser und du bist unsere neue, unser neuer autoritärer Anführer. Als Oberhaupt der, des Büros für interne Affären, als Ombudsmann, bin ich hier, um dir zu helfen mit den Grundlagen. Dein Hauptziel ist es, das generelle Wohlergehen der Nation und den Wohlstand und den Einfluss zu erweitern. Du kannst deine aktuelle Population und ihr Wachstum in der ersten Sektion des Parlamentskategorie auf der linken Seite angucken. Grundlegende Informationen. Polen, akzeptierte Kulturen polnisch, akzeptierte Zivilisation westlich. Blockzusammenstellung keine. Aktionspunkte. Wir haben hier mehrere Faktoren. Aktionspunkte, Basiseinnahmen, Provinzanzahl, Bevölkerung. Okay, das ist sehr, sehr komplex. Moderne Straßen, Dienstleistungen. Okay, Bevölkerung haben wir 407. Was auch immer das sein mag. Vielleicht in 100.000. Weiß ich, hat Polen 40 Millionen Einwohner? Ich glaube, das kommt ungefähr hin, oder? Jedenfalls größenordnungstechnisch. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich aber rausfinden. Ehe ich was Falsches sage, finde ich es raus. Ja, und Bevölkerungswachstum ist zurzeit 0,09%. Wikipedia sagt übrigens gerade 38,3 Millionen. Okay. Horsti und Guerilla Sheep haben auch direkt im Chat gepostet 37,97 Millionen. Wo habt ihr es weg? Also bei mir war das klassische Siri-Wissen. Und Siri sagt, die Quelle sei Wikipedia. Ich habe es nicht weiter überprüft. Okay. Google erster Treffer. Leute. Bei sowas. Aber ist total großartig. Ja, aber spannend. Bei sowas benutze ich. Da will ich ja mal gerade. Bei sowas. Gehe ich. Auf Wolfram Alpha. Und gebe einfach nur Poland ein. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Da kriegt man nämlich eine sehr, sehr ausführliche Zusammenfassung von, also gerade wenn es irgendwie um geopolitische Sachen oder um Faktenwissen, ist das manchmal wirklich auskunftsreicher als Wikipedia. Weiß ich nicht, wer das auch kennt. Es sind dann halt auch Aufschlüsselungen von den verschiedenen Kulturen, welche Sprachen gesprochen werden, woher die Leute kommen und so weiter. Und wo haben wir denn hier... wo ist denn hier Bevölkerungszahl? 37,9 Millionen Menschen. 2019 Estimate. Und es gibt auch eine Quelle dafür. Also, ich schmeiß das mal in den Chat, wer es noch nicht kennt. Aber gerade für solche Sachen finde ich Wolfram Alpha eine großartige Geschichte. Dankeschön für den Link. Es gibt auch noch ein europäisches Statistikamt übrigens, die auch super spannende Zahlen, Daten, Faktenübersichten zu allen möglichen Dingen, die Europa betreffen, immer rausbringen. Sehr spannend. Gibt es auch für Deutschland mit Regionalentwicklung. Aber das Wolfram Alpha kenne ich auch noch nicht. Also Wolfram Alpha ist nicht wirklich eine Suchmaschine, sondern es ist eine Aufbereitungsanlage. Es gibt auch eine Skriptsprache. Man kann sowas sagen wie, also ich kann jetzt
compare Poland zu Germany und dann werden Deutschland und Polen nebeneinander gestellt. Also das poste ich auch nochmal. Wenn man compare Poland und Germany eingibt, das ist halt sehr, sehr praktisch. Also wie gesagt, es ist keine Suchmaschine, sondern es wurde mal aufgesetzt als hier wird nicht gesucht, hier werden Antworten ausgegeben. Also es funktioniert nicht mit allen Sachen, aber mit großen Firmen und so kommt man wirklich an sehr, sehr viele Basisdaten. Gerade für solche Sachen finde ich das großartig. Und hier kann man einfach so compare und man kann mit den Daten, die da hinterlegt sind, überall gibt es auch eine Quellenangabe, die kann man halt auch einfach mit der in der Maschine halt eingeben und kann dann Dinge miteinander vergleichen. Ist total praktisch. Es stößt schnell an seine Grenzen, weil man halt manchmal dann so, oh, okay, da gibt es keine Daten drüber und dann ist man geliefert an der Stelle. Aber solange es Daten gibt, ist es unglaublich schön. Und man kann da auch sagen, plotte mir mal den Big Mac-Index für die letzten 30 Jahre von Deutschland oder sowas. Also das kann das Ding theoretisch auch. Aber ja, schön, wenn Guerillaschieb sagt, hast du noch nie von gehört. Ich hoffe, du nimmst was mit. Das ist echt geil für viele Sachen, wenn man Zeug recherchieren will. Und man kriegt halt direkt auch die Quellen dazu. Das ist echt großartig. Und du kanntest das auch noch nicht, Omi? Nee, überhaupt nicht. Ich bin gerade ein bisschen hin und weg. Ja. Ist ziemlich cool. Man kann damit Horsti. Ja, ist ein geiles Teil, wenn man darin kann man sich echt mal einen Abend verlieren, tatsächlich. Also, das ist echt interessant und ich habe es halt auch oben bei den Useful Tools in meiner in meinem Browser drin stecken. Okay. Also, wir sind hier bei dem Ombudsmann für interne Angelegenheiten. Die Bürger sind deine Hauptressource in jedem Land. Okay, interessant. Sie lassen sich direkt übersetzen in Steuereinkommen und in die militärischen Fähigkeiten. Generell würde ich raten, würde ich davon abraten, gegen ihren Willen zu agieren, denn ein aufgebrachter Mob kann sehr schnell in eine unangenehme Rebellion umschlagen. Wie auch immer, das heißt nicht, dass du immer gut Freund mit ihnen machen musst, um jeden Preis. Eine Balance zwischen den benötigten Dingen eines Landes und den benötigten Dingen der Bürger ist üblicherweise der Weg, den man beschreiten sollte. Also, wie managst du das Land? Lass mich dir einige der wichtigen Parameter zeigen. Okay, erzähl mir mehr. Die Hauptinformationen über unser Land kann man in oberen Panel auf dem Bildschirm sehen, hier oben. Na? Da findest du die Flagge. Wenn ich da drauf drücke, kommt ein Shortcut-Menü. Handelsrohstoffe, Projekte, Militärstab, Besiedlung, Vereinigung, Vereinte Nationen und Statistiken. Oh, Statistiken. So, dann geht's hier weiter mit Punkte. Das sind unsere Gewinnpunkte. Die öffnen wir, da klicken wir drauf, um die Statistiken zu öffnen. Das geht aber anscheinend im Moment nicht. Also ich klicke drauf, aber wenn das Fenster weg ist, geht das wahrscheinlich. Geld, unser aktuelles Budget, 10.000 plus 683 ist das, was wir einnehmen. Ah, dann schaltet hier unten auf Wirtschaft um, wenn ich hier drauf klicke. Ne, passiert nichts.
Hier unten kommt nochmal, was wir an Geld haben. Monatliche Geldeinnahmen, Schulden 0, Zinskosten 0. Und hier sind wir auch bei den Steuern. Interessant. Also hier ist einiges los. Also das meiste findet tatsächlich hier links in dem Fenster links von uns statt. Action Points, AP, sind eine spezielle Regierungsressource. Also damit setzen wir Politiken um. Metalle ist eine strategische Ressource. Da haben wir auch einiges. Also Treibstoffe, Brennstoffe. Mit Brennstoffen ist es übersetzt. Dann seltene Erden. Auch eine strategische Ressource. Dann Bruttoinlandsprodukt bzw. Bruttoinlandsproduktwachstum. Und HDE, Technical and Developmental Level. Also BPI, genau. Und IME ist Index menschlicher Entwicklung. Das muss ich mir versuchen zu merken. IME, Index menschlicher Entwicklung. Und dann haben wir noch Manpower. Das ist Human Resources for the Army. Soldaten. Wir haben ein Armee-Limit, aber im Moment haben wir anscheinend keine Armee. Und Raketenanzahl. Da haben wir im Moment keine. Anzahl der konventionellen Raketen und eventuell Nuklearwaffen. Du kannst sehen, dass diese Parameter begleitet werden von ihrem monatlichen Einkommen. Es ist ratsam, all diese Sachen positiv zu behalten. Ja. Weiter rechts gibt es den Spielgeschwindigkeit und das aktuelle Datum. Also wir fangen an am... Ja, wir haben im 01.01.2021 angefangen. Wir sind also in der Zukunft. Okay, wir gestalten Zukunft. Ja,